Wenn man irgendwie mit der Familie draußen ist, essen, wird man schon das ein oder andere Mal dann auch häufiger erkannt. Man macht mehr Bilder, mehr Autogramme. Gerade nach Spielen ist man da durchaus noch 20, 25 Minuten nach Spielende draußen unterschreibt. Von daher merkt man schon, dass das Interesse extrem groß ist. Es wird noch ein weiter Weg, weil es gibt dennoch die eine oder andere Sache, die wir einfach noch verbessern müssen, gerade auch innerhalb der Liga. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt wirklich die Chance bekommen, auch die Einschaltquoten zu erreichen. Mit diesem Primetime-Spiel jetzt am Freitag. Guter Gegner, ein attraktiver Gegner. Und ich glaube, dass man da einfach dranbleiben muss und in Zukunft ja, das genauso weiter handhaben muss. Ja, wir freuen uns jetzt in erster Linie auf jeden Fall jetzt gerade auch auf das Highlight-Spiel jetzt am Freitag gegen Frankreich vor so vielen Zuschauern auch. Und wir wollen natürlich ja, den Zuschauern auch vieles zurückgeben, indem wir unsere Leistungen auch auf dem Platz bringen. Ja, ich finde, man hat natürlich schon während des Turniers da einfach so viel gemerkt und so viel mitbekommen auch, wie viel Zuspruch da gerade einfach ist. Und ja, wenn man jetzt so die letzten Wochen auch nach der EM Revue passieren lässt, merkt man einfach, dass das ja ziemlich angehalten hat. Und wie ich eben jetzt schon gesagt habe, also es liegt in unserer Hand, dass wir auf jeden Fall weiterhin unsere Performance auf den Platz bringen, dass wir die Leute weiterhin ja begeistern von unserem Spiel. Und damit wollen wir natürlich auch den Fans, die uns gerade auch während der Europameisterschaft so unterstützt haben, eben auch was zurückgeben. Und ja, so kann es auf jeden Fall gerne weitergehen.